Herr Oberbürgermeister Gehrisch, Sie haben heute als Gast die öffentliche Sitzung des Schiersteiner Ortsbeirates besucht. Dürfen wir Sie nach dem Warum fragen? Na, zunächst mal ist es am Rhein sehr schön, aber um zum Ernst zurückzukommen, ich habe kurz nach Amtsantritt gesagt, dass ich alle unsere 26 Ortsbeiräte besuchen möchte. Bereits am 4. Juli, meinem dritten Arbeitstag, kam die Einladung aus Schierstein und jetzt sind wir nach und nach am Terminieren und heute war Schierstein dran, das war sehr spannend. Herr Gehrisch, die Ortsbeiräte fühlen sich ja manchmal nicht ganz ernst genommen. Den Eindruck kann man gewinnen. Verhallen die Wünsche der Ortsbeiräte oft ungehört im Wiesbadener Rathaus? Also ich habe heute die Wünsche des Schiersteiner Ortsbeirates in Antragform entgegengenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Rathaus in der städtischen Verwaltung verhallt. Wir können sicherlich nicht alle Wünsche erfüllen. Auch wir haben Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten müssen. Wir nehmen die Anregungen aus den Ortsbeiräten sehr ernst und das, was kurzfristig umsetzbar ist, gehen wir auch an. Und was wünschen Sie sich als Chef der Verwaltung von den Ortsbeiräten? Na, ich wünsche mir alle Ortsbeiräte so, wie der Schiersteiner einer ist. Alles engagierte, ehrenamtliche Kommunalpolitiker, die sich um ihren Stadtteil kümmern, die Sorgen und Nöte der Bürger aufnehmen, die sie ins Rathaus transportieren und da, wo es nötig ist, auch hartnäckig an der Sache dranbleiben, das ist gut so. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.